Ich bin Heimwerker, Handwerker und mache am Haus und Hof alles selber. Dann fing es an, dass ich immer schwächer wurde. Ich konnte noch maximal nach 50 Meter gehen. Dann war ich außer Atem, dann musste ich eine Pause machen. Ich hatte dann wirklich Wassereinlagerungen, in den Beinen hauptsächlich, in der Lunge auch. Und das war so schlimm in den Beinen, dass ich nicht mehr in normale Jeans reinpasste. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, was mit mir los war. Ne? Ich bin dann zu meiner Hausärztin gegangen. Die hat mich zum Kardiologen überwiesen. Der hat festgestellt, dass meine Herz-Kranzgefäße kaputt sind. Und der hat mich dann zur Asklepios-Klinik in Hamburg-Harburg überwiesen. Als Herr Schröder zu uns kam, haben wir ihn erst einmal rekompensiert. Das heißt, wir sind das Wasser losgeworden durch Einsatz von besonderen Medikamenten. Als wir das dann erreicht haben und gesehen haben, dass trotz Medikamenteneinsatz er immer noch Luftnot bei Belastung hat und eigentlich seine täglichen Dinge nicht mehr verrichten kann, sind wir dann in das Gespräch gegangen für eine Kunstherzimplantation. Ich habe mich, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden dazu entschieden, dass ich das machen werde. Ein künstliches Herz ist eigentlich eine zusätzliche Herzpumpe und in der neuesten Generation eine absolute medizinische Innovation. Diese kleinen Herzpumpen können heute in den Herzbeutel implantiert werden. Und wenn sie im Herzbeutel implantiert sind, kommt ein kleines Kabel aus der Bauchdecke heraus und dieses Kabel wird mit diesem Controller gesteuert, beziehungsweise die Pumpe wird gesteuert und somit sind die Patienten mobil. Ich wäre da wirklich gut mit fertig. Ich habe mir eben einen Rucksack besorgt und eine Weste, wo ich quasi die Akkus und das Steuergerät reinpacken kann, damit ich mich freier bewegen kann. Meine nächsten Ziele sind, sobald es wieder geht, mit meinem Wohnmobil durch die Gegend fahre und mir erstmal zunächst mal Deutschland anschaue und dann natürlich hier zu Hause immer weiter handwerken. Und das sind eigentlich meine Ziele für die Zukunft.